Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tollfuß und wir spielen heute Stellaris, ein brandneues Spiel, ein brandneues Let's Play mit der GPI, der Gemeinschaft des Planeten Erde. Und was diese Gemeinschaft alles kann, was die macht, das schauen wir uns jetzt erstmal bei der Fraktionserstellung an. Wir spielen also die Menschen. Name, da fangen wir noch nicht an. Wir fangen mit dem Phänotyp an. Menschlich, humanoid, das passt soweit. Dann Speziesname ist natürlich Mensch, Plural menschlich. Menschen. Und Adjektiv menschlich. So. Dann als Namensliste wählen wir die Humanoid 3 aus. Die haben für mich jetzt die schönsten Namen mit dabei. Zum Beispiel hier die ISS Bounty, Mainz, Lanka. Die kann man alle relativ gut aussprechen. Bei den anderen Listen, da wird es etwas schwieriger. Als Spezieseigenschaft, da habe ich mir noch nicht so viel Gedanken gemacht. Was ich machen möchte, ist auf alle Fälle, ich möchte friedlich spielen. Wir haben ja beim letzten Let's Play mit der Schwarmintelligenz etwas aggressiver gespielt. Diesmal würde ich gern relativ friedlich und in Ruhe den Weltraum besiedeln und mal schauen, was wir damit dann erreichen können. Ich habe bisher in meinen bisherigen Durchgängen noch relativ wenig friedlich gespielt und da schauen wir jetzt einfach mal, was uns erwartet, was wir hier machen können. Was ist jetzt hier wichtig für uns? Wir gehen die Punkte mal kurz durch. Agrarisch, ich schaue gerade, Nahrung plus 15, Nahrung lassen wir mal weg. Feldproduktion plus 15%, das sind alles. Wir schauen uns vielleicht zuerst mal die Vorteile an. Nicht anpassungsfähig. Quatsch, das sind die Nachteile, hier sind die Vorteile. Genau, die kosten was. Und die Grünen, da bekommen wir noch Eigenschaftspunkte wieder dazu. Also agrarisch Feldproduktion, Nahrung plus 15%. Lassen wir mal weg. Feldproduktion, Energy Credits plus 15 wäre gut, wobei wir da dann ab der Mitte des Spiels ja sowieso relativ viel haben. Mineralien, Feldproduktion für Forschung, lassen wir auch mal gehen, sehr anpassungsfähig, kostet gleich 4 Punkte, Bewohnbarkeit plus 20% auf dem Planeten oder nur anpassungsfähig, dann sind wir nur bei 10%. Schnelle Fortpflanzung ist für Menschen eigentlich nicht üblich. Je nachdem, wie man es sieht. Begabt, Fähigkeitsstufen, Anführer plus 1 oder schnelle Lerner. Schaden, Armee braucht man nicht. Nomadisch, Migration wäre ganz gut eigentlich. Nomadisch wäre relativ gut. Wir wollen uns ja auch ausbreiten in der Galaxie. Das merken wir uns mal, nomadisch. Gemeinschaftlich wäre auch gut. Zufriedenheit plus 5%. Dieses Mal müssen wir aufpassen mit der Zufriedenheit. Beim Schwarmbewusstsein war uns das ja egal. Da waren immer alle zufrieden. Da musste man nicht aufpassen. Charismatisch. Einfluss von Herrschermeinung. Konformisten. Regierungsethik. Anziehung. Lebensdauer ist jetzt für uns auch nicht relevant. Menschen werden nicht irgendwie 150 Jahre alt. Wobei, wenn wir schon im Weltraum sind, dann können wir davon ausgehen, dass die medizinische Versorgung mittlerweile schon so gut ist, dass die auch länger leben. Vielleicht das langlebig plus 15 Jahre. Robust und Konsumgüter kosten minus 20%. Ich habe jetzt so 3, 4 gefunden. Wir setzen die mal rein. Lebensdauer plus 15 nehmen wir auch rein. Dann war es noch
gemeinschaftlich und nomadisch. Das waren jetzt die vier Punkte, die relativ gut wären. Wir sind jetzt aber minus 2 über dem Limit. Das heißt, wir müssten jetzt was Schlechtes auswählen. Da müssen wir jetzt zum Beispiel irgendwas wie Dekadent oder Abweichler wählen. Schauen wir mal. Dekadent. Aber wir können nur noch eins wählen. Das heißt, wir bräuchten eins mit 2 Anpassungs... Quatsch, mit minus 2. Nicht anpassungsfähig, minus 2. Schwierig. Oder wir nehmen hier eins raus. Wenn wir hier eins rausnehmen, dann wird es vielleicht einfacher, wenn wir sagen, Konsumgüter kosten wir ja ganz gut. 20% ist wunderbar. Lebensdauer plus 15, vielleicht sollte man das rausnehmen. Zufriedenheit plus 5 ist auch gut. Oder die Migration. Dann nehmen wir die nomadisch raus, würde ich sagen. Ja. Und jetzt müssen wir nur noch einen Punkt ausgleichen. Nicht anpassen. Bewohnbarkeit minus 10% möchte ich nicht haben. Die Planeten sollen gut bewohnbar sein. Wachstumsgeschwindigkeit minus 15, das könnte man nehmen. Das wäre gut, merken wir uns mal. Langsame Lerner, nö. Schwach, Schadenarmee und Feldproduktion, Mineralien. Sesshaft, Geschwindigkeit, Migration, Kosten, Umsiedlung. Dann könnte man quasi das nehmen. Wir haben ja das Gegenteil jetzt rausgeschmissen. Ich will eigentlich nicht viel migrieren und auch nicht viel umsiedeln, weil wenn wir auf andere Spezies treffen, dann sollen die ja zusammen mit uns dann parallel leben. Hoffentlich ja, in Harmonie. Abstoßen, das haben wir noch. Anziehung, Regierungs- oder Dekadent. Ich denke mal, wir nehmen Sesshaft. Und jetzt sind wir bei 0. Können wir denn hier noch irgendwas? Können wir jetzt nichts mehr wählen? Wir haben 0 Eigenschaftspunkte. Könnten zwar jetzt noch eins wählen, aber das passt schon so. Das ist okay. Dann Geschlecht machen wir dieses Mal männlich. Beim letzten Mal war es ja eine weibliche Anführerin beim Fesani-Kollektiv. Diesmal machen wir es männlich. So, kurz mal meine Notizen hier etwas beiseite schieben. Wieso wird hier mir das noch rot angezeigt? Da stimmt noch was nicht. Müssen wir jetzt nochmal hier was nehmen? Nö. Müssen wir hier genau auf 0 kommen? Bei noch wählbar? Das wäre ja richtig doof. Jetzt sind wir eins drüber bei minus 1 und bei noch wählbar bei 0. Und wenn ich langsamer lehre, dann haben wir einen Eigenschaftspunkt plus. Vielleicht können wir auch gar nicht 3 auf einmal nehmen. Ich verschiebe das mal bis zum Ende. Ah, das kommt dann. Ah, gemeinschaftlich erfordert eine der folgenden Regierungsgesinnungen. Ah, das hängt dann später noch davon ab, welche Regierungsform wir wählen. Dann lassen wir das jetzt mal so stehen. Also, wir sind männlich. Als Namen unseres Stadtherrschers nehme ich jetzt einfach mal Parker Lewis, weil der bestimmt ein wunderbar guter Anführer wäre. Dann Herrschertitel ist natürlich Präsident. Erbentitel gibt es nicht. Dann was können wir hier wählen? Das Gesicht. Entweder 3 oder 1. Wählen wir mal 1.
Frisur ist sehr wichtig. Ja, machen wir mal etwas Rauschebart und schöne Föhnfrisur. Farbvarianten gibt es nicht, Kleidung gibt es noch. Sieht ja recht schmuck aus, wie eine schöne Ritterrüstung fast. Oder doch lieber was Elegantes, so weiß, ja, wäre gut. Und wir wählen noch einen passenden Raum für uns. Gibt es hier was Friedliches? Okay, Rosen hier wäre etwas übertrieben. Das sieht doch relativ gut aus. Wir merken uns mal Raum 7. Die Ketten lassen wir gehen. Und die Totenköpfe auch. Der wäre auch schön, Raum 11. Der wird fast noch besser passen, sogar von den Farben her. Ja, auch ganz gut. Jetzt habe ich mich, wieso? Ich bin doch hier noch gar nicht fertig. Raum 15. Wie viele Räume gibt es hier denn? Da sind offenbar noch einige hinzugekommen. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Wir gehen nochmal Raum 7. Ja, finde ich schon nicht schlecht. Der andere war Raum 12. Und Raum 14. Wir wählen Raum 15. Wir wählen Raum 15, weil der hier so schöne Formen hat, genauso wie unsere Uniform. Und es soll ja alles stimmig sein. Heimatweltname, die Startwelt. Die nennen wir jetzt einfach Erde, würde ich sagen. Und Systemname wäre doch dann hier auch Sol, oder? Machen wir Sol. Dann ist unsere Startwelt unserer jetzigen realen Welt relativ ähnlich. Und die anderen Planeten, die wir dann hinzubekommen, die benennen wir dann vielleicht nach den deutschen Hauptstädten. Da schauen wir einfach mal. Dann die Welt ist eine kontinentale Welt, so wie es unsere richtige Erde auch ist. Planetoid-Stil, Säugetier-Stil, ja. Wir gehen mal hier konform mit dem Säugetier-Stil. Und jetzt kommen wir zur Regierung und Ethik. Und da können wir jetzt wählen zwischen regulären. Hier in der Mitte ist ja das Schwarmbewusstsein. Das werden wir nicht nutzen. Was wir nehmen, ist auf alle Fälle pazifistisch. Und hier könnte man auch noch wählen zwischen fanatisch-pazifistisch und regulär-pazifistisch. Kernsektorsysteme plus 2 gibt es hier sogar. Wow. Ich wähle das mal an. Und was haben wir hier noch? Materialistisch. Hier gibt es Roboter-Unterhaltskosten und Forschungsgeschwindigkeiten. Oder egalitär. Xenophob sind wir nicht, wir wollen uns ja anfreunden. Militaristisch sind wir auch nicht. Spiritualistisch wäre ganz gut. Unruhe minus 10 und Anziehung plus 15. Was gibt es hier noch? Autoritär sind wir auch nicht. Xenophil. Dann haben wir noch einen Ethikpunkt, den wir nutzen können. Entweder wir nehmen noch spiritualistisch. Oder wir wählen hier fanatisch-pazifistisch oder fanatisch-xenophil. Ich würde sagen, wir nehmen fanatisch-pazifistisch. Das soll ja wirklich ein Friedenslauf jetzt werden. Und jetzt ist auch oben hier bei den Eigenschaften das Rot weg. Das heißt, das passt soweit. Und jetzt können wir wählen zwischen demokratisch, oligarchisch, diktatorisch und imperial. Genau, können wir alle auswählen. Demokratisch sollte klar sein. Alle 10 Jahre wird eine Wahl abgehalten. Dann wechselt unser Herrscher. Oligarchisch, alle 40 bis 50 Jahre eine Wahl abhalten. Dann gibt es diktatorisch. Da gibt es nach dem Tod des Herrschers eine Wahl.
und imperial nach dem Tod des Herrschers wird ein festgelegter Nachfolger neuer Herrscher. Ah, da kann man es sogar festlegen. Demokratisch oder oligarchisch? Ich wäre fast für oligarchisch. Einfach weil alle 10 Jahre eine neue Wahl und dann wechselt ja unser Anführer, ist schon relativ heftig. Wenn wir einen guten Anführer haben, dann hält der nur 10 Jahre durch. Wir gehen mal mit oligarchisch. Dann können wir hier noch 2 Staatselemente auswählen. Das sind auch welche ausgegraut, die können wir gar nicht wählen, weil wir hier die falschen Regierungen gewählt haben oder ausgewählt haben. Meritokratie. Fähigkeitsstufen Anführer plus 1, Anführeralternativen plus 1. Polizeistaat machen wir nicht. Naturschützer, Konsumgüter kosten nochmal minus 20. Ja. Zufluchtsort, Migrationsattraktivität plus 50. Halsabschneiderpolitik. Oh, Halsabschneiderpolitik wäre aber wirklich gut. Monatlicher Einfluss plus 1. Merken wir uns mal vor. Oh, jetzt hat er irgendwie umsortiert. Wir gehen es doch nochmal in Reihe durch. Konzernherrschaft. Energieproduktion plus 10%. Landwirtschaftliches Idyll. Farmen produzieren auch Einigkeit. Wäre auch gut. Schattenrat. Wahleinflusskosten minus 50. Bergbaugilden. Mineralproduktion plus 10%. Effiziente Bürokratie. Kernsektorsysteme plus 2 wäre auch gut. Ich könnte alles gebrauchen hier. Baukosten planetar minus 15. Aristokratische Elite. Synkretistische Evolution. Beginnen Sie das Spiel mit 4 Bewohnern, die einer anderen untergeordneten Spezies angehören. Nö, wollen wir nicht. Ich wäre jetzt fast hier für die Halsabschneiderpolitik. Menschen sind ja auch ab und zu mal Halsabschneider, das passt schon. Und wo war das mit dem Kernsektorsystem genau? Nochmal plus 2, damit die unter unserer Kontrolle bleiben. Dann der Reichsname ist GPE, Gemeinschaft des Planeten Erde. Und als Adjektiv, puh, das wird jetzt schwierig. Gepisch. Ich nenne es mal Gepisch. Was anderes fällt mir jetzt nicht ein. Wichtig ist GPI. Als Flagge. Was nehmen wir denn da? Was ist denn typisch für die Erde? Was Rundes vielleicht? Gibt es hier irgendwie... Oh, oder so was hier. So als Hinweis auf ja, unser Sternensystem. Mensch gibt es hier auch. Eine Faust. Nö, braucht man nicht. Totenkopf auch nicht. Das hier wäre auch ganz gut. Schließlich vertreten. Oh, hier. Da müssen wir ja fast hier das nehmen als GPE. Was ist das hier? Nö, wir nehmen hier dieses Symbol. Das repräsentiert wunderbar die Gemeinschaft. Primärfarbe, blau vielleicht. Und als Sekundärfarbe, was können wir denn hier nehmen, was einigermaßen noch gut ausschaut. Vielleicht sollten wir bei Schwarz bleiben. Auf der anderen Seite, wir bräuchten eigentlich sowas Braunes, wie wir auch hier bei unserer Uniform und unserem ja, Fenster hier haben. Ja, dann machen wir es doch so. Dann ist es etwas bräunlicher. Macht aber nichts. Und als Symbol? Es passt ja richtig, richtig gut hier. Schön, gefällt mir. Als Startbewaffnung. Wir haben beim letzten Mal die Raketenwaffen genutzt. Und die will ich jetzt nicht nochmal nehmen. Wir nehmen dieses Mal die Energiewaffen, würde ich sagen. Wobei die Projektilwaffen ja auch nicht schlecht wären. Die haben zwar geringe Reichweite,
Nee, wir gehen diesmal mit den Energiewaffen. Es soll ja schließlich auch gut ausschauen, wenn wir zu schießen anfangen. Und als Überlichtmethode zum Reisen war es beim letzten Mal der Wurmlochantrieb, der mich ordentlich irgendwann mal genervt hat. Geht zwar super gut, wie weit man da reisen kann, aber das war schon irgendwie war es nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Deshalb wählen wir heute den Hyperraumantrieb. Da können wir anhand vorgegebener Linien relativ schnell uns durchs Universum bewegen. Und als Schiff wählen wir, gibt es denn hier irgendwas, was vielleicht Säugetier wäre hier eventuell am besten. Alle anderen schauen relativ futuristisch aus. Ja, dann wählen wir den Säugetierstil. So könnten auch die Raumschiffe bei uns in echt ausschauen. Nochmal eine kleine Zusammenfassung, alles soweit passend. Gut, dann speichern wir die noch und wählen noch hier die Spieldetails aus. Ich möchte diesmal in einem riesigen Universum spielen. Ich weiß nicht, wie lange das Let's Play geht, wie lange wir hier streamen. Aber ich habe noch nie mit einer riesigen Galaxie gespielt. Ich war immer so bei 400, war es immer 600 maximal. Diesmal wählen wir riesig. Ich hoffe, da geht der Computer dann nicht in die Knie. Galaxie, Typ elliptisch. Spirale ist sehr schlecht für unseren Überlichtantrieb. Ring. Der Ring wird einfach nur ein Ring sein, oder? Oder elliptisch. Wir wählen mal den Ring. Ich bin mir gerade nicht sicher, was das dann darstellen soll. KI-Reiche, 15 KI-Reiche. Uiuiui. Da gilt es, einige Namen sich zu merken. KIs mit Startvorteil möchte ich eigentlich gar nicht haben. Maximal 4, da hatten wir beim letzten Mal 2. Maximal gefallene Reiche 4, die lassen wir mal. Bewohnbare Welten, die werden ganz normal, genau. Da ändern wir nichts dran. KI-Aggressivität auch normal. Schwierigkeit normal, gestattete Überlichtmethode beliebig. Reichsplatzierung, zufällig. Nachbarschaft, nee, wir machen zufällig. Fortschrittliche Nachbarn aus. Endgame-Krisen schalten wir ein, damit wir auch wieder ordentlich eins drauf bekommen. Und Iron Man-Modus ist an. So, dann klicke ich jetzt auf Spielen. Und wir schauen mal, was uns hier generiert wird, beziehungsweise wo wir hingeworfen werden. Die Gemeinschaft des Planeten Erde bricht in die Galaxie auf. In den Äonen, seit die ersten primitiven Menschgemeinschaften auf den Grassavannen des Planeten Erde Form annahmen, hat sich unsere Zivilisation ausgebreitet und vergrößert. Leider war unser undisziplinierter Verstand immer noch anfällig für emotionale Ausbrüche, die manchmal zu Gewalt führen. Als unsere Waffen mit jedem technologischen Zeitalter tödlicher wurden, schufen wir ein komplexes Regierungssystem, um unsere Bürger vor schädlichen Elementen zu schützen, einschließlich sich selbst. Nach der Entdeckung des Hyperraumnetzwerks haben die klügsten Köpfe von GPE nun die Entwicklung der ersten Warp-Antriebe abgeschlossen. Endlich können wir selbst zu den Sternen reisen. Und wir sind in unserem Planetensystem, und da sehen wir hier auch, ist die Erde wunderschön anzuschauen mit dem Mond, der hier Luna heißt. Dann haben wir Venus, Merkur, die Sonne, den Mars. Der Mars ist eigentlich gar nicht so weit hier entfernt von der Erde, wenn man das so mal betrachtet von den Abständen. Uranus, doch jede Menge Systeme. Und jetzt schauen wir uns mal an. Holy moly, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Da fehlt ja jede Menge hier dazwischen.
hätte ich mir auch denken können bei einer Ringstruktur. Da haben wir ja überhaupt keinen Platz hier. Wie sollen denn hier 15 so Fraktionen oder Reiche Platz haben? Plus 4 gefallene Reiche. Ha. Wir werden es sehen. Ja. Gut, ich werde jetzt hier die ganzen Meldungen, die aufkommen, nicht mehr alle vorlesen, so wie beim ersten Mal. Beim ersten Mal war es ja noch so, da habe ich dann viel erklärt und so weiter. Wer sich dafür interessiert, der kann sich ja das erste Let's Play auch mal anschauen auf meinem Kanal. Aber hier werde ich wirklich nur noch die Ereignisse vorlesen, die wir bisher noch nicht gehabt haben. Und bevor wir unser Forschungsschiff zum Erforschen schicken, werden wir natürlich eine Forschung. Es war jetzt viel Forschung in einem Satz. Wir haben hier Juliette Chirou. Oh Gott, und ich habe gemeint, die Namen wären einfach auszusprechen. Juliette, einfach nur, wir duzen uns alle in der Zukunft. Du wählst als Forschung für Physik. Solarkollektor-Netzwerk wäre richtig gut. Physiklabor, na, na. Gehen mal auf das Solarkollektor-Netzwerk. Dann haben wir den André für Soziales. Wachstumsgeschwindigkeit plus 10%, monatlicher Einfluss plus 1. Yep. Wir nehmen die planetare Verteidigung. Und der Markus. Ein neues Gebäude, das Ingenieurslabor, Schadenarmee oder Ionentriebwerk. Wir nehmen das Ionentriebwerk. Ich schau mal kurz zu unserem Herrscher hier. Was der für Eigenschaften hat. Lebensdauer plus 25 und monatliche plus 1. Sehr gut. Kernsektorsysteme haben wir jetzt 9. Wow. Sehr gut. Und monatlicher Einfluss sind wir bei plus 4. Ah ja, weil Parker Luise auch noch eine hat. Ein Punkt. Nächste Wahl ist 2240, in 40 Jahren genau. Ich würde gern mir noch anschauen, die Richtlinien. Kriegsphilosophie. Wir führen nur Verteidigungskriege und können gar nicht uneingeschränkte oder Befreiungskriege führen. Wir können uns nur verteidigen, was okay ist. Nahrungsvorratshaltung minimal. Plus 200 Speicher, ausgewogen plus 1000 oder groß. Wir bleiben mal bei minimal. Wenn wir unsere Nahrungsvorrat minimal halten, können wir die Nahrung besser für unser Bevölkerungswachstum einsetzen. Okay, das heißt, wenn wir mehr lagern würden, dann würde unsere Bevölkerung wahrscheinlich langsamer wachsen. Orbitalbombardierung bei uns nur minimal, eingeschränkt und unbeschränkt ist nicht möglich. Umsiedlung könnte man eigentlich gestatten, wobei es jetzt noch nicht, ist noch nicht wichtig. Die sollten in der Regel freiwillig umsiedeln. Erstkontakt ist immer friedfertig, das ist richtig. Sklaverei ist verboten. Und Säuberung von Planeten ist auch verboten. Irgendwelche Erlasse, die für uns aktuell wichtig wären. Forschungsgeschwindigkeit plus 5. Physikforschung, nö, lass mal. Gut, dann schicken wir unser Forschungsschiff erstmal hier zum System erkunden. Ja, unser Konstruktionsschiff hat nichts zu tun. Und ich starte das Spiel. Es geht los. Schauen wir uns mal die Schiffe jetzt von der Nähe an. Die haben wir ja auch noch nicht gehabt. Kann ich denn dich hier irgendwie fokussieren jetzt? Ja, relativ blockig, unspektakulär, würde ich fast sagen. Wie es halt für die Menschen üblich ist. Hier geht natürlich
Hoppla, jetzt habe ich die Karte etwas verdreht. Hier geht natürlich die Produktivität vor dem Design. Unsere Flotte besteht aktuell aus 3 Korvetten mit einer Kraft von 71. Uiuiui, wenn ich da zurückdenke ans letzte Let's Play, was wir da für eine Militärmacht hatten. Und wir schauen uns jetzt mal an. Hier sehen wir übrigens die... da haben wir ja schon einen Planeten. Können wir gleich mal vielleicht... Können wir da gleich mal ein Kolonieschiff bauen? Natürlich nicht, weil wir noch keine Kohle haben. Aber das ist schon mal sehr gut. Der ist noch nicht erforscht, ist klar. Aber hier sehen wir mal die Linien, wo wir uns hinbewegen können. Wir können also nicht jetzt hier von Sol direkt nach Bunda reisen, sondern müssen erst hier über Alpha Centauri reisen nach Bunda. Und ja, dafür klappt es hier etwas schneller. Ist halt wirklich schlecht, wenn man hier ist und hier oben ist irgendein Ereignis, dann kann ich jetzt nicht quer hier durch, sondern muss so ja, den Umweg fliegen. Können wir hier schon was erkennen, was es hier gibt? Ebonic Veil, Repenti Dust Clouds. Alles noch relativ unerforscht. Hey, und ich bin etwas in Sorge hier mit dem Ringsystem. Weil das wirklich relativ wenig ist. Ich meine, so ein kleines System haben wir ja ganz schnell hier erforscht und besiedelt. Na gut. Und unser Logo hier sieht ja mal super gut aus. Das passt wunderbar.